heute mal bei dem Michel, besser bekannt als Schelle. Will ich halt natürlich nicht, dass hier jeder mit einem kleinen Brecheisen mir mein Golf rausschieben kann. Broadcast system. May God be with you all. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Albrecht Feckner von der Firma Feckner Sicherheitstechnik aus Dresden und ich freue mich erstmal, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind heute mal bei dem Michel, besser bekannt als Schelle. Der hat auch immer mal unter die Videos kommentiert und hat im Grunde genommen mal gebeten, dass wir mal bei ihm vorbeikommen und dann mal gucken, was wir hier so machen können. Er hat hier eine Halle, die er gemietet hat und was man hier als Sicherheitstechnik so machen kann. Schelle, komm mal her jetzt hier. Also das ist der Schelle, ja, den kennt ihr vielleicht, habt ihr bestimmt schon mal Kommentare drunter gesehen. Und das ist ein Schelle hier, seine schöne Halle, die er sich gemietet hat. Schelle, was hast du denn hier vor? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Was das hast du hier? Ist eigentlich, sagen wir mal, eine kleine Schrauberhalle für mich selber, ja, dass ich an meinen Privatautos, Firmenautos wie auch immer, arbeiten kann. Aber hauptsächlich geht es darum, dass ich meinen Golf 1 halt fertig machen kann. Und dafür brauche ich halt eine Halle. Der Golf hat ein bisschen Wert, das ist das, was da reingeflossen ist. Und deshalb will ich halt natürlich nicht, dass hier jeder mit einem kleinen Brecheisen mir meinen Golf rausschieben kann. Das sind wahrscheinlich auch so ein bisschen persönliche Werte, ne? Also ich sag mal, Wert. Genau, Herzblut. Das kann man echt so sagen. Nicht wiederbringlich, wie man so schön sagt. Ne? Wie bei den Juwelen, die im Schloss gestohlen wurden. Der Wert ist es gar nicht, sondern die Nicht-Wiederbringlichkeit. Ja, das ist klar, verstehe ich. Ja, das hast du natürlich hier, wenn wir hier so durchgehen. Zeigst du uns doch mal. Komm, wir gehen mal rum und zeigst uns mal. Ja, wir sind ja gerade im Renovieren, wir sind hier noch nicht allzu lang drin. Wir haben hier knapp 100 Quadrat. Ein kleines Podest, wo jetzt aktuell mein Golf draufsteht und ein bisschen Material und Ware. Ja, müsst ihr mal gesehen haben, das ist schon schick, ne? Also, das muss man so sagen. Ich weiß nicht, ob das ins Video darf, aber das, das ist schon ein schickes Fahrzeug hier, muss man wirklich so sagen. Ja, Alex, hier, komm, zeig dir mal das schicke Auto. Dickes Ding. Und hier drüben hast du jetzt noch vor, willst du ein Büro machen oder was? So ein bisschen? Nee, das ist für uns ein kleiner Aufenthaltsraum. Der André streicht gerade fleißig drin. Wir haben schon drin Fußboden gelegt. Eigentlich hätten wir es andersrum machen müssen, aber naja. Wir haben halt eine Dusche und Toilette mit hierbei, dass man halt doch mal, wenn man dann doch mal schnell noch mal duschen gehen muss, bevor man irgendwo hinfährt, das mit drin hat. Also wenn die Frau fragt, wo warst du heute und du sagst, du warst ganz im Büro. Ich war im Büro, genau. Dabei war schon in der Halle. Ja, kannst du hier nochmal duschen. Macht Sinn. Und es ist halt ein bisschen ältere Technik schon. Hier ist es alles dünne Scheiben. Und da müssen wir halt zusehen, dass wir da irgendwas dann gebacken kriegen, dass wir da es ein bisschen sicherer machen. Ja. Wenn wir nochmal hier hinten gucken, also hier ist dieser Aufenthaltsraum da. Genau. Das ist ein Heizplatz plus Heizung drin. Das ist, aber der ist für alle, ne? Für alle Mietparteien ist hier die Heizung. Das ist eine Zentralheizung, genau. Aber wir sind die Einzigen, die drankommen. Ja, okay. Das ist quasi Durchgang, der ist aber mit Riegel unten verschlossen. Und selbst wenn sie es aufschließen, bekommen sie es nicht auf. Naja. Aber das ist. Es wird noch ein Loch. Das dann halt verankert. Aber der Riegel, der greift nicht, ne? Ja, noch nicht. da muss man noch ein Loch in den Boden, dass der wenigstens noch richtig reingreift. Ja. Ne? Okay. Und dann ist das. Und du hast ja auch ein Schließsystem noch drin, wo es so aussieht, als hätte der nicht unbedingt Schlüssel dafür. Nee. Ja. Also, wir haben ein Schließsystem hier, also unser Vermieter hat komplett in der Halle halt Schließsystem gemacht. Ja. Und wir haben dann
halt für unsere Halle, für unser Tor halt einen Schlüssel. Und das ist halt irgendein Schloss noch Schlüssel, das ist kein Schließsystem, das ist einfach nur ein Zug. Ja. Ist halt so. Nee, also ich habe vorne schon mal geguckt an der Halleneingangstür. Also Schließsystem ist gut, ne? Wir haben vorne verbaut einen Abus Bravus, den hatten wir glaube ich auch schon mal in einem Video. Das ist ein Schließsystem mit Sicherungskarte und da haben wir auch noch Patentschutz bis 2034. Also bis 2034 müsst ihr jetzt keine Sorgen machen, da kann niemand Schlüssel nachmachen, wenn er nie die Sicherungskarte hat. Wobei, die wirst du jetzt wahrscheinlich auch nie haben. Die hat der Vermieter hinterlegt. Genau. Ja. Normalerweise sage ich ja immer Zylinder raus, neuer rein, weil du ja immer nicht weißt, wie viele Schlüssel sind wirklich im Umlauf. Aber ich hoffe mal, dass es mit dem Vermieter dann... Also das Schließsystem gibt es erst seit Mai. Das ist relativ neu. Neu und es gibt nur die Schlüssel wirklich, die halt jetzt gelistet sind. Okay. Da kann halt auch keiner was verloren. Genau, dann kannst du auch drinnen bleiben. Ne? Wo siehst denn du jetzt aber hier so einen Schwachpunkt? Du hast ja schon gesagt, so Tor. Das Tor ist halt ein altes DDR-Tor. Hm. Ich sag mal, Verankerung, es ist halt ein bisschen altes, ein bisschen Rost dran. Ich denke mal, wenn man es will, bekommt man es auf. Ich sag mal, wenn man eh was will, dann bekommt man alles auf. Das auf jeden Fall Schein. Ich wollte gerade sagen, das sehe ich eher als Problem. Weil ich sage mal, wenn die Tür zugeschlossen ist, machst du in den Verriegelung hoch und dann drückst du es einfach nach außen. Würde ich behaupten. Richtig. Wenn du das aufmachst, ja. Also wenn du jetzt zuschließt und machst hier auf, kriegst du es auf. Ja, ist klar. Ja, musst trotzdem erstmal durchkommen. Ich meine, es ist schon sehr stabil. Das muss man immer wieder sagen, auch für die alten Technik. Die neuen Tore sehen zwar schicker aus, sind aber nicht so stabil wie die alten Tore. Also das ist schon... Ist halt voll Metall, also ist schon ordentlich. Ne? Mhm. Aber hier hat auch immer noch. Ich habe immer. Das ist halt die Frage, da fängt das ja schon an. Da hat ihr nochmal ein Löchlein reingebohrt. Die hat auf jeden Fall mal jemand was versucht, ja. Also genau, an der Stelle hier. Da müssen wir jetzt noch was drüber schweißen oder zumachen. Alex, kannst du dir mal zeigen? Guck mal hier, hier wurde schon mal probiert. Man hat aber dann aufgegeben, nachdem man im Hohlraum war. Also hier weiter hinten hat dann keiner was probiert. Kommst auch hier nie an den Verriegelungsmechanismus, weil der sitzt ja hier hinten auf. Also der ist ja nicht im Tor. Ich denke, die dachten, der ist im Tor. Ja. Und haben dann gemerkt, der ist nicht im Tor, der ist hinterm Tor. Ach, ja, du. Es ist halt auch die Überlegung, halt irgendwann noch Rolltor umzurüsten. Aber das ist ja dann auch schon wieder. Na gut, bei Rolltor kann man natürlich ein bisschen mehr machen. Ne? Aber trotzdem sage ich dir gleich, Rolltor ist nicht so sicher von der Fläche wie jetzt das Stahltor. Ne? Da ist das besser. Hm. Das ist so. Gut, Beschlag würde ich mir noch mal ganz kurz angucken wollen. Aber ist auch ein ordentlicher Schutzbeschlag. Ist Alter gekommen, aber ist ein ordentlicher Schutzbeschlag. Auch hier war wichtig, ne, dass ein Beschlag nie von außen verschraubt ist, weil kann ich ihn abmachen, kann Zylinder knacken. Wir haben ja über Zylinderüberstand gesprochen. Haben wir hier gut gelöst. Der steht zwar minimal unter, aber das ist mir dann am Ende immer noch lieber, als wenn er überstehen würde. Also knacken ist auch nicht das Problem. Gut, das Einsteckschloss würde ich mal wechseln, weil das sieht so aus, als würde das irgendwo mal ausfallen. Das ist aber kein Problem, da können wir ein neues reinmachen. Das würde ich mal überlegen. Vielleicht würde ich hier auf Knaufklinke wechseln. Hm. Und nie Klinke, ja, Klinke. Weil du hast ja dort quasi, wo der das Fangding da reinrennt in das Plastik. Ich denke mal, das ist eine Verlängerung. Das hier, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob es das Plastik oder Metall ist, aber es wird jetzt mal auf Plastik plädieren. Gut, aber du kannst ja zwei Toren rausschließen. Ne? Wenn du jetzt schließt, kannst du zweimal raus. Ja, ja. Das reicht aber weit genug rein. Ja. Also bei einmal würde ich dir jetzt recht geben, ja, aber bei zweimal. Ja, man merkt es auch, wenn man bloß einmal zuschließt, dann hält es nicht. Dann wackelt es auch extrem. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ich muss schon zweimal, also generell immer zweimal zuschließen. Ne? Versicherungsbedingt übrigens auch zweimal, nur zweifacher Verschluss gilt. Okay. Also einmal zuschließen reicht nicht aus. Ich hätte jetzt wirklich fast gesagt, was bei den Fenstern, was ich machen würde, weil jetzt neue Fenster, das kommt nie in Frage. Das wäre selbst mir ein bisschen teuer bei der alten Halle. Ich sag mal, wenn es meine Halle wäre, würde ich es wahrscheinlich machen. Es ist aber nur mal ein Mietobjekt. Hm. Dann lohnt sich das nicht für ein. Dass ich bezahle, so habe ich den. Genau. Das lohnt sich dann einfach nicht. Hab dann halt schon mal überlegt wegen Lichtschranke oder ähnliches. Aber teuer. Also kann man alles machen. Wir könnten zwei Balken zwischen die Fenster setzen. Wenn man das durchspricht, dann löst es Alarm aus. Aber das braucht man eigentlich nicht. Was man machen könnte, wäre, man könnte eine Glasbruchschutzfolie aufkleben auf die Scheiben. Mhm. Die kannst du zwar dann immer noch einschmeißen, aber die Scheibe fällt nie raus. Okay. Das wäre so erster Schutz. Und sonst sage ich dir ganz ehrlich, das Beste, was du machen kannst, ist eine Funkalarmanlage, weil die kannst du immer wieder mitnehmen. Einfach zwei Bewegungsmelder rein, hinten in die Ecke ein, hier vorne ein auf die Ecke und sobald hier einer durch die Scheibe oder durchs Tor kommt, geht die Alarmanlage los. Fertig. Hm. Bedienteil, also die Alarmanlage von mir aus hier hinhängen, so, die würde gar kein Außenbedienteil machen, sondern du schaltest die hier innen drin scharf, über PIN-Code oder Chip, hast 10-15 Sekunden Zeit,
das Objekt zu verlassen. Ende. Alarmanlage scharf. Kommst du rein, hat die 10, 15 Sekunden, hast du Zeit, die Alarmanlage zu deaktivieren, danach geht das Ding los. Und das mit einer Aufschaltung auf dem Wachschutz. Da würde ich nochmal recherchieren, welcher Wachschutz hier draußen der beste ist, weil das ist hier draußen sind es definitiv nicht die, die ich sonst kenne. Da gibt es einen anderen. Aber ich habe einen guten Freund, ist hier gleich um die Ecke, den frage ich einfach mal. Der hat ein relativ großes Autohaus und der hat auch hier ein kleines Autohaus auf dem Dorf. Und mit welchem Wachschutz er da zusammenarbeitet. Das wäre das Einfachste, ne? Weil zwei Bewegungsmelder, mal so ganz grob jetzt, dass man auch mal so einen Preis hat, 50, 300 Euro, 600 Euro fertig. Also die Zentrale 300, jeder Bewegungsmelder 150. Und du kannst es immer mitnehmen. Das ist ja im Mietobjekt immer so ein Ding, weißt du? Du schraubst sie wieder ab und gehst in eine andere Halle, hängst sie dort wieder dran, machst die Alarmanlage wieder dran, geht's weiter. Ja. Ja. Läuft das dann einfach über Batterie oder läuft das über trotzdem Strom und Notbatterie? Nee. Die Melder sind alle mit Funk mit der Alarmanlage verbunden und die Melder haben Batterien drin. Die halten ungefähr 3 bis 5 Jahre. Kann ich auch wirklich sagen, das kann man machen. Bin ich jetzt ehrlich, weil ich es sogar bei mir zu Hause einsetze. Also auch meine Melder zu Hause sind Funkmelder. Und die melden sich ja früh genug. Also sagen wir, wenn die noch ein Jahr Batterielaufzeit haben, sagt dir die Anlage schon, dass du in dem Melder und in dem Melder die Batterie tauschen musst. Okay. Na, die Melder sind ja auch benannt. Du kannst also dann sagen, Halle, Bewegungsmelder Eingang, Bewegungsmelder Podest oder was auch immer. Dann siehst du genau, welcher Melder jetzt einen Batteriewechsel braucht. Okay. Wenn die den Leiter hoch aufmachen, sind meistens AAA oder AA Batterien wechseln, fertig. Okay. Ne, das hält, das ist kein Problem. Ne, das ist ja so und so. Also eine Alarmanlage, wenn man die Alarmanlage jetzt hier aufschaltet zum Wachschutz, ist es ja immer so Alarmprotokoll. Du kannst es dann so einstellen, dass du sagst, wenn die Alarmanlage Alarm auslöst, kriegt der Wachschutz eine Information und du eine Information. Ich sage immer, brauchst du nie. Du reicht eigentlich, wenn der Wachschutz die Information bekommt, weil beim Wachschutz hinterlegst du ja immer einen sogenannten Interventionsplan. Und der sagt, also bei mir ist es auch so, als an erster Position rufen die erstmal mich an. Weil du löst doch mal selber den Alarm aus Versehen aus. Weil du hast nie innerhalb von 15 Sekunden unscharf geschalten, hast vergessen, hast Tür aufgeschlossen, der Bewegungsmelder hat es schon detektiert und du gehst nochmal zum Auto, holst was, da ist ja Alarm. Dann ruft dich der Wachschutz an und sagt, hier, Schelle, wir haben einen Alarm. Da sagst du, ja, war ich selber. Dann sagst du denen das Kennwort und dann ist das Ding auch wieder erledigt. Dann setzt das Ding zurück und gut ist. Also du kriegst immer eine Information über den Alarm, der ausgelöst wird. Was muss man rechnen im Monat für Wachschutz? 15 bis 20 Euro. Wird es kosten. Also ist so eine Aufschaltung, Intervention kostet extra, die wirst du ja nicht so oft brauchen, meistens wirst du es selber machen und wenn es aber, du bist im Urlaub, deswegen sage ich immer Wachschutz. Ne? Weil meistens ist ja genau dann der Einbruch, wenn du im Urlaub bist. Und dann ist es schon gut, dass du den Wachschutz hast und für eine Interventionsfahrt unterschiedlich. Ich habe gesehen, es gibt Firmen, die machen es für 100 Euro, ich habe Firmen gesehen, die verlangen 300 Euro für die Interventionsfahrt. Aber da kommen ja dann wirklich welche auf den Hof und die sind bewaffnet. Und die gucken dann, ne, was ist hier los. Die gucken natürlich nur von außen, ist klar, die haben ja keinen Schlüssel, die können jetzt nicht rein, aber die bleiben schon eine Weile hier, gucken sich das genau an und sobald die irgendwie Licht hier drinnen sehen würden oder so, schreiten die ein, ne, holt die Polizei. Fazit, wie gesagt, die Fensterbeklebung, das wäre so eine Idee, da sind wir auch preislich nicht so teuer, Quadratmeter um die 20 Euro, kann man theoretisch selber kleben, kann ich aber auch Leute vorbeischicken, die das machen. Wird wirklich bloß von innen aufgeklebt, die Folie. Schluss, das ist eine durchsichtige Folie, Ende. Vorteil ist auch, dass dort, wo es dir schon gesprungen ist, das hält es natürlich noch ein bisschen zusammen, da ist die Scheibe nicht leihen. Müsste man aber vielleicht auch mal mit dem Vermieter reden, ob der sich ein bisschen mit dran beteiligt, das wäre ja nett. Ja. Und Funkalarmanlage, das ist wirklich so das A und O. Ich wollte vorhin noch sagen, bei der Funkalarmanlage kann man übrigens auch einen Magnetkontakt machen, einen Funkmagnetkontakt auf die Tür bringen. Der Vorteil ist halt, dass du schon, wenn jemand an der Tür rütteln würde oder die Tür aufbricht, löst das schon Alarm aus. Ich sage trotzdem, wenn der hier 2 Schritte reinmacht, löst der Bewegungsmelder aus. Und das reicht eigentlich. Und da hätte ich jetzt gesagt, eine Funkalarmanlage, also auf jeden Fall Funk, keine Kabel ziehen. Entweder von Japlotron, das ist einer unserer Hersteller, und der zweite wäre Telenot. Findet ihr auch bei uns im Onlineshop, aber sonst eben auch einfach uns anschreiben. Wenn ihr aus der Gegend seid von Dresden oder in Dresden und Umgebung lebt, kontaktiert uns lieber, wir machen nämlich gerne auch bei größeren Objekten eine Funkmessung. Nicht, dass ihr euch die Alarmanlage bestellt und seid dann ganz enttäuscht, dass es nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt. Dann lieber uns als Profi mal rufen. Erstberatung ist ja bei uns eh kostenlos. Also wir kommen ja eh zu euch, ist kein Problem. Das wäre jetzt so mein Tipp an die Stelle. Ja. Ich würde dir das mal zuschicken, denke ich. Und dann guckst du mal drüber, ob das was für dich wäre oder nicht. Zylinder ist top.
Beschlagkammer umbauen, Einsteckschloss werden wir mal wechseln müssen. Das sind aber keine Kosten, da reden wir von 30 Euro oder so, da ist ein neues Einsteckschloss drin, damit es nicht mehr so verrostet ist. Weil wenn es von außen schon so verrostet aussieht, sind auch die Federn drin so verrostet. Und wenn du einen Federbruch hast mal, im Einsteckschloss, dann stehst du vor der Tür. Dann schließt gar nicht mehr. Und dann ist blöd, weil da müssen wir bohren. Und dann machen wir die ganze Tür kaputt. Das muss nicht sein. Ja, so wird man es machen. Schelle? Sehr gerne. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr sagen kann, aber es ist wirklich schwierig. Besonders in solchen Altbauhallen ist kompliziert. Also man kann nie alles machen, was im Video. Da, Video könntest du noch reinhängen, aber das habe ich auch schon ein paar Mal in Videos gesagt. Das ist immer nett. Als Add-on, da würde ich die Alarmanlage vorziehen, weil der Dieb hält nie seinen Personalausweis in die Kamera. Und dann hast du zwei Aufnahmen und da siehst du zwei Leute, die mit der Kapuze hier drinnen zugange sind. Und die Polizei kommt auch vorbei und will das Videomaterial haben. In den wenigsten Fällen passiert aber was. Die Polizei hat in den wenigsten Fällen, können die wirklich jemanden dingfest machen und können bei jemanden dann auch verurteilen. Ne? Deswegen ist das aus meiner Sicht nie ganz so zielführend. Oder du willst deine Leute ein bisschen überwachen. Ja, dann hängst du in der Kamera rein. Gut. Wenn ihr übrigens mal Lust habt, dass wir auch mal zu euch kommen, ne? Einfach mal unter die Kommentare schreiben, kein Problem. Also ich setze mich gerne ins Auto und komme zu euch. Tut mir den Gefallen, dass ihr nicht mit einem Einfamilienhausabsicherung in Hannover kommt, weil da ist ein bisschen weit die Anfahrt. Aber alles gut, wir können ja dann immer noch entscheiden, ob man vorbeikommt. Manchmal bin ich auch in Deutschland unterwegs, da kann ich es ja vielleicht auch irgendwo mal mit eintacken. Schreibt einfach drunter, ich würde mich freuen. Ich komme wirklich gerne bei euch vorbei und mache auch so eine Beratung mal kostenfrei für euch. Alles gut. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es nie ganz so viel jetzt gab hier an Verbesserungspotenzial. Aber wir sind eben ehrlich, ne? Wir sind eben nicht bloß Verkäufer, sondern wir reden den Leuten den berechtigten Wunsch der Absicherung auch mal aus, weil es keinen Sinn bringt. Ja, schaltet wieder ein beim nächsten Mal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt sicher und bis bald. Ciao.